Hallo und willkommen zurück zu Grounded. Wir wollen heute diese Säulen hier abreißen, weil die absolut falsch und fehl geplant sind. Ja, die gehören da überhaupt nicht hin. Mal gucken mal, was wir dafür wieder kriegen. Ein Ton, zwei Stein. Ich habe das Gefühl, das ist weniger als das, was ich verbaut habe. Nee. Das ist tatsächlich das ganze Material von der gesamten Säule. Na gut. So, aber die müssen auf jeden Fall wieder weg. Das haut so nicht hin. Aber das könnte uns bei den optischen Problemen jetzt auch helfen. Wir werden... Wo haben wir die Säulen? Hier. Stein. Also wir bleiben bei Stein. Die kommen nämlich hier in die Ecke. Und dann sieht das Ganze doch auch schon ganz anders aus. So. Dann können wir noch mal eine Säule hier in die Ecke schmeißen. So. Eine hier. Eine hier. Und hier könnten wir jetzt... Wir haben ja jetzt 1, 2, 3... Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Verdammt! Das geht nicht auf, wenn das gleich ist. Es müsste ungerade sein. Oder wir reißen noch mal eine Reihe ab. Macht ja eigentlich auch mehr Sinn mit dieser Seilbahn hier, ne? Die übrigens absolut grottig steht. Also die werden wir noch mal umstellen. Ein bisschen, dass die hier gerade ist. Und dann kann ja... Die Schnur kann ja schräg weggehen, ne? So. Würde jetzt mehr Sinn machen damit, aber... Jetzt muss ich auf Höhe kommen, ne? Warte mal, wenn wir den... Dann haben wir hier zwei. Eins, zwei. Drei. Naja, zweieinhalb, besser geht es halt nicht. Sonst müsste ich ja da vorne abreißen, aber dann wird das ja wieder so klein. Also da vorne in der rechten Ecke. Wir lassen das so, ne? So, machen wir die einmal fertig. Jetzt habe ich keine Kieselsteine. Oh. Jetzt komme ich hier nicht mehr bis zur Kiste. So. Jetzt muss ich mal das Material holen. Das ist ja ärgerlich. So. Eins, zwei Stein, ein Ton. Eins, zwei Stein, ein Ton. So, jetzt sollte das nämlich auch mit den Dreiecken passen. Wir gehen auf B. Wir gehen auf Dreieck. Einmal die F-Taste. Wunderbar. So, und dann wäre das... So wäre bündig. Oder wir sagen, wir gehen einen halben rüber. Und haben einen leichten Dachüberstand. Das würde natürlich optisch, gerade wenn wir drauf zukommen, wesentlich besser aussehen. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich das denn auch hinkriege. So. Wenn wir nämlich hier einen draufsetzen, ziehen den rüber, dann müsste ich... Oh, ich muss ja denn den hier... lassen. Der wäre ja eigentlich nicht da, ne? War der drüben da? Ach, ich weiß das jetzt nicht. Müssen wir das anders bauen? So. Doch, der war da, aber der war noch ein Stück höher. Und den konnte ich nur höher setzen, weil das Dreieck schon hier drauf war. Ah, dann hat der keine... Wenn ich das jetzt... Wenn ich den jetzt bauen würde, dann das Dreieck ran und reißt den wieder ab, fällt das Dreieck runter, ne? So, aber wenn wir sagen... Wir setzen noch einen drauf. Es gibt leider keine
schräge in umgekehrter Weise, dass man hier nochmal so eine Schräge hätte. Können wir das mit irgendwas machen? Können wir das Dreieck noch anders drehen? Wir können. Aber wir kommen einfach. Das ist ja kacke. Wir kommen zu hoch. Aber wenn das funktioniert, kann ich den auch drehen? Nee. Den kann ich nur ändern. Ach, schade. Ich darf nur das Dreieck drehen und das passt nicht in mein Repertoire. So, wenn wir das nochmal auf den Kopf stellen. Wir können halt so oder so gehen. So passt natürlich gar nicht. Und das würde halt nur passen, wenn wir... Aber dann müssten wir ja noch ein weiter raus. Wir lassen das so. Denn ist das hier das Optimale, was wir machen können. Vielleicht kommt ja irgendwann später nochmal was, dass wir sagen, wir reißen den hier weg. Und gehen dann nochmal ein kleines Stück höher. So. Dann brauchen wir Stängel. So. Jetzt müssen wir fliegen können. Nee. So. Und dann können wir das gleiche... Wollen wir das hier auch machen? Dass wir sagen, wir ziehen den ganzen Schuppen so durch. Wir können ja erstmal hier noch lang gehen, ne? So, wir müssen ja hier auch rüber. So. Oder, damit wir nicht so tief kommen, wir können ja jetzt quasi noch ein höher gehen, ne? Ah nee, dann kommen wir ja wieder mit der... Ach, Jungs. Dann kommen wir ja wieder mit der Säule nicht hin. Ich kann keine halben Säulen bauen. Gut, dann bleibt das eben so. Dann kann ich das nicht ändern. Keine Stängel. Wir müssen wieder austauschen. Wie. So, wo haben wir denn hier? So. Gott, oh Gott. Wie viel haben wir denn hier abgearbeitet? Ich hätte jetzt gedacht, wir haben noch richtig viel über. Ja, das nehmen wir einmal mit. Und rein, rein und rein. So, und jetzt müssen wir den wieder drehen. So. Kommt wieder rüber. Nee. So, ne? Und dann ein höher. Und da kommt er rüber. So. Und dann brauchen wir nochmal die Dreiecke. Kommen wir da jetzt noch hin? Wunderbar. Ja, ich denke mal, wenn es weiter nach oben geht, müssen wir uns nochmal ein Gerüst bauen. So. Und so. Jetzt nochmal ein Dreieck. Ja. Doch, ich denke, das wird... Das sieht auch so gut aus, ne? Auch eine Nummer größer. Auch wenn es ein bisschen anders ist, als ich mir das eigentlich erhofft habe. Aber das geht. So. So. Gut. Und die nächste Palette ist alle. So, die können wir gleich wieder austauschen. Wir werden ja noch mehr davon brauchen. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, ob meine Stängel überhaupt hinreichen, die ich hier habe. Ah. Ja,
Gut, aber so viel kommt ja jetzt nicht mehr, ne? Nur noch mit Dach und ja, Untersichten und vielleicht kommt doch noch ein bisschen. So, wie bin ich jetzt weitergegangen? Jetzt muss ich ja gucken, ich muss ja sehen, dass das Dach auch schließt, ne? Komme ich hier irgendwo hoch? Ah. So, dann brauchen wir das Kleedach. So, den setzen wir daran. So. Dann wäre das ungefähr die Mitte, ne? Ach komm. Ach komm. Die Range ist jetzt nicht besonders groß hier. Obwohl meine Kisten gleich um die Ecke stehen. So. Wieder hoch. Und hoch. Und rüber. Jetzt sind wir Dachdecker. Ne, jetzt noch nicht. Jetzt. So, ich bin Dachdecker vom Beruf. Saft. Ach, ich bin doch so gestraft hier. Was ist denn das? Saft, ich habe doch genug, oder? Ja. So, jetzt dürften wir aber alles haben. Also jetzt kann uns das gar nicht mehr an irgendwas fehlen. Höchstwahrscheinlich reicht mein Baumaterial nicht, weil ich mir die Hütte genauso klein vorgestellt habe wie drüben. So. So, und so. So wollen wir hinkommen, ne? Oh, da könnte ich doch eigentlich hier noch wie so einen kleinen Dachboden machen. Der muss ja nicht groß sein, nur so ein kleiner fürs Auge. Ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das wirken würde. So, welche Möglichkeiten haben wir denn hier, damit das nicht so monoton wird? Wir ziehen jetzt erstmal hier wieder die Dreiecke rein. So. So. Komme ich da ran? So. So. Die dann nochmal nach oben. Okay, und das ist ja eine ganze Wand, ne? Wollen wir vielleicht, um das aufzulockern, in Holz bleiben, aber so? Weil wenn man nur diese Stängel, das sieht ja dann doof aus, ne? Guck mal. Oder? Weil jetzt sieht das wieder so klotzig aus im Vergleich zum Rest der Hütte. Ja. Aber da sieht man später auch nicht viel von. Aber wenn das nur so wäre. Ich lasse da erstmal offen. Ich bin mir da nicht sicher. Also. Nein, du sollst doch nicht gucken hier. Reiß das mal weg, mein Freund. So. Da bin ich mir halt unsicher. Vielleicht mit dem Pilzziegel? Das sieht dann auch doof aus, ne? Aber was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Wir können jetzt noch Rasen machen. Also wir haben nicht viele Möglichkeiten. Mit Palisade. Aber wir könnten rein theoretisch. Ich lasse das mal noch offen.
Da weiß ich noch nicht. Da kann ich noch nichts mit anfangen. Vielleicht, ja, ganz offen lassen können wir es ja nicht, ne? Das sieht ja denn nach gar nichts aus. Aber so will ich das halt auch nicht machen. Komme ich hier rüber? Nein, oh Gott. So, dann wollen wir mal hier weitermachen. So. Und. Da habe ich missgebaut. Warte mal, der muss noch mal weg. Ja, weg mit der Scheiße. So, ne? So wollten wir das haben. Dann brauche ich einmal ein Dach. Es wäre cool, wenn wir hier auch so einen kleinen Erker machen könnten als Dach, aber das wird wohl nix. So, ja, will gerade nicht. So. Wunderbar. Noch ein hoch. Ich bin mal gespannt, wenn der fertig ist und wir hier mit der Seilbahn reinfahren, wie genau das eigentlich aussieht. So. Und hier nochmal ein. Gut. Dann können wir das Dach erstmal zumachen. So. Und auch mit dem Dachüberstand. Also ich finde, das sieht gut aus, ne? Das ist besser wie drüben. Hat auf jeden Fall was. Jo. Bauen ist total entspannt. Also ich mache das total gerne. Da kann man richtig schön bei runterkommen. Oh, ich habe keinen Klee mehr. Oh. Eine Ladung Klee, bitte. Mein Gott, so lange gesammelt und wieder so schnell verbraten. Ist immer dasselbe. So, jetzt noch komme ich hier raus. So. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Saft. Oh, du Safttüte. Ich safte dir gleich ein, du. Ah, hier reicht's wieder. Warte mal. Ah. Hehe. So, aber für den nächsten auf der Rückseite brauche ich ja dann doch wieder Saft. So, nehmen wir nochmal zwei 20er Stacks mit. Ah, das sollte reichen. Oh, wir verhungern. Wir haben nichts zu mampfen. Ich glaube, ich habe gar kein Fleisch auf dem Grill, ne? Doch, einer ist hier noch. Kann man noch essen? Ja, der ist noch ewig und 3 Tage haltbar. Oh, frisch gestärkt. So, dann geht es jetzt wieder weiter ins Bauen. Jetzt machen wir noch die zweite Dachhälfte. Ja, da, ich weiß halt nicht, ne? Wollen wir diese Stängel nehmen? Wollen wir ein Fenster reinsetzen? Oder wollen wir da. Ich weiß es nicht. Also erstmal bin ich da ein zu hoch gegangen. Und dann habe ich die Dreiecke vergessen. Was ist denn los? Das passt ja gar nicht. Oh Gott, wie komme ich denn da jetzt hin? Kann ich hier, wenn ich ganz vorsichtig mich reinwiggle? So. Ein Dreieck. Eins hier. Und eins. Jetzt stehe ich genau im Weg, ne? So. Nein! Oh Gott. Jetzt komme ich da wieder nicht ran. Toll. Jetzt komme ich da nicht ran.
Ja. Ich habe keine. Oh, jetzt ist das Lager wieder leer. Aber wir sind hier echt vom Glück gesegnet, ne? Aber ich komme von außen ran. Das ist schon mal sehr viel wert. So, den müssen wir auch wieder voll machen. Den müssen wir wieder voll. Oh Gott. Oh Gott. Wer hätte gedacht, dass hier so viele Stängel drauf gehen? Ich habe ja fast nichts mehr. Also da muss ich definitiv nochmal Stängel sammeln, bevor hier irgendwas weitergeht. Ich hätte gedacht, ein Wunder, wie weit wir damit kommen. Ah, so. Ja gut, wir machen so weit, wie wir kommen und dann können wir ja gucken, ob wir hier schon mal Richtung Stein gehen, wenn noch Zeit ist. Weil viel können wir ja nicht mehr machen. So. Jetzt kopieren. Kopieren. So. Oh, der hat aber richtig was weggehauen an Ameisen, ne? Der alte Stinker. Da können wir gleich noch mal ein bisschen was einstecken. Aber erst, wenn er weg ist. Aber ich glaube, der geht nicht weg. Der mieft da so vor sich hin und hängt fest. Oh, jetzt gibt es wieder Stunk. Nee. Wir müssen uns hier aufs Bauen konzentrieren. Wir haben keine Zeit zum Gucken. So. 6 Stängel noch. Also wir kriegen das Dach noch fertig. Und dann ist Sendepause. Das ist ein bisschen ärgerlich. So. Aber zumindest haben wir das dann geschafft. Den und den nutzen wir nochmal zum Runterkommen. Ist nicht dein Ernst. So. Gut, dann haben wir das Dach dicht. Ich möchte hier auch wieder gerne indirekte Beleuchtung. Also ich will die Fackeln hier hinter anbauen, dass sie nicht sichtbar sind. Ja, hier oben, ich weiß nicht. Welche Variante würde mir gefallen? Komplett so die Stängel hoch. Ich finde, das sieht ein bisschen langgezogen aus. Muss ich sagen. Aber rein theoretisch. Ich möchte nur mal was ausprobieren. So. Wir nehmen das nochmal weg. Das auch. So. Vielleicht so. Das lockert das so ein bisschen auf, oder? So, meine Stängel reichen ja vorne und hinten. Ich habe ja nur einen. Aber. Das war's mir wert. Ja, hier sieht man das so schlecht jetzt. So, aber ich denke, das geht, ne? Und wenn das beleuchtet ist, ist halt nur ein bisschen hoch geworden. Ich wollte ja eigentlich so eine kleine schnucklige Hütte wie da drüben. Aber ich denke, das geht schon in Ordnung. Ich hätte vielleicht mit dem Dach anders aufschließen müssen, dass ich einen halben rübergehe. Ein halbes Dach rüber, dass wir hier auch einen Dachüberstand haben. Da muss ich das ganze Dach abreißen, ne? Oh, ob ich das will? Ich will mal nur mal gucken. So. Schön. Der ist für immer weg.
Den werden wir nie wiedersehen. Wäre das denn gegangen? Nee. Das passt schon mal nicht. Having a little peep. Warte, den nicht. Ich will den nicht anschließen. Ah, das geht gar nicht, ne? Können wir gar nicht mittig setzen. Gut, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Jetzt fehlt mir ein Stängel. Habe ich noch einen? Ich würde zumindest gern, dass das Dach zu ist. Nö. Ich habe keinen mehr. Hier liegt auch keiner mehr rum, ne? Hier unten vielleicht? Ne, die sind alle weg. Die sind alle weg. Na gut. Denn soll das wohl nicht so sein. Dann machen wir uns noch mal ein bisschen Schlons für unterwegs. Rezepte. Verdorbener Fleischbrei. Pilz. Ist das das richtige Ding? Ah, hier wollte ich hin. So, dann machen wir uns nochmal einen Schlunz. Kreativmodus. Und zwar das und das. Wir leben vegan. Herstellen bitte. So. Können natürlich auch richtige Tränke machen, aber das hier kostet halt nichts, ne? So, machen wir noch ein. Der Vorteil ist natürlich, die laufen nicht ab. Der Nachteil allerdings, ich weiß gar nicht, sättigen die mich auch? Oh nein, die stellen ja nur Leben her. So, eins, zwei, drei. Okay, die ist voll. That was refreshing. Die stellen ja nur Leben her, dann brauche ich ja auch noch Essen. Warte, was habe ich denn noch hier? 10 Stück. Ja, dann machen wir noch mal ein bisschen Mikroleib. Jetzt habe ich keinen Milbenpilz. Mein Gott, ich bin so schlecht ausgestattet. Kleiner Moment. Ja. Und einen will ich noch. So, und dann kommt hier erstmal wieder Milbenpilz rein. Dann machen wir das Inventar noch leer. Perfekt. So, dann müssen wir uns eine Wegmarkierung setzen. Dann wird halt nächstes Mal nicht weitergebaut. Vielleicht den einen Stängel. Und das da. Das und die Stängel. Also, dass wir die Stängel fertig machen. Da hinten auch. Und dann düsen wir los. Dass wir nächstes Mal... Jetzt sehe ich das hier gar nicht mehr. Da hingehen. Weil ich denke mal, das wird ja wohl dieser Rechen sein, wo wir einen Wegpunkt setzen müssen. Und von dort aus... der Chip ist da. Kommen wir vielleicht an dem Nebel vorbei. Hier hinten hin. Also so dicht wie möglich ran an den Chip. Dass wir so wenig Zeit im Nebel verbringen wie möglich. Weil die Gasmaske hält ja nicht ewig, ne? Also da werden wir uns auch noch welche mitnehmen. Ja, das hier, das müssen wir so peu à peu, nehmen wir uns immer mal ein paar Stängel wieder mit. So, wir brauchen, was brauchen wir denn für die Reise? So, ich muss noch mal gucken. Also, wir haben das Gas, wir brauchen eine Gasmaske. Können wir gleich zwei Stück einstecken oder vielleicht, ja, besser sind drei, ne? Sicher ist sicher. Wer weiß, wie lange ich da noch rumirre. Dann brauchen wir noch was für die Wegmarkierung. Hier ist ja nur trockenes Gras. Da weiß ich nicht, ob wir die benötigten Mats kriegen. Ja, Fackel sowieso. So, das können wir einmal wegräumen. Den brauchen wir nicht. So.
Was haben wir denn? Keine Gasmaske mehr. Achso, eine habe ich sogar hier. Aber ich hatte doch noch eine. Die ist hinten am Sandkasten, ne? Kann das sein? Was habe ich hier drin? Nee. Achso, ich habe ja hier, ich habe doch die Figuren hingestellt. Hat eine Figur die auf? Nee, auch nicht. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Gut, also zwei Stück brauchen wir. Gasmaske. Eins, zwei. So, da haben wir vier. Hier, sicher, sicher. So, einmal sortieren hier. Eins, zwei, drei, vier. Verbände. Ah, eigentlich 10 reichen. Können wir die zwei noch aussortieren. So, das haben wir. Falls wir was ausbuddeln müssen. Falls wir was hacken müssen. Falls wir was schlagen müssen. Dann würde ich sagen, nehmen wir nur noch Nahrung mit. Die 12 oder ein 25er Stack packen wir raus. So. Packen wir hier unten hin. So. So. Den wollten wir da. So. Den nehmen wir mit runter. Fackeln. Nehmen wir 3. So. Eine Fackel bitte. So, 1, 2, 3. Unterwegs, also wenn wir zurückgehen, können wir ja Materialien sammeln. Hinweg nicht unbedingt. Wir haben 7 Schlons und 2-mal Essen, ja? Perfekt. So, Waffen haben wir. Wir könnten über die Schmiede die Waffen etwas aufbessern. Das Problem ist aber, ich habe nur Stufe 2 Waffen. Ich könnte gegebenenfalls zum Sandkasten und mit das Schwert machen. Macht sehr viel Schaden, ist aber in der Geschwindigkeit... Ja. So, der Stachelspeer macht so gut wie gar keinen Schaden, ist aber in der Geschwindigkeit sehr hoch. Macht aber mehr Schaden als die Stechmückennadel bei gleicher Geschwindigkeit. Schwarzer... Oh. Vielleicht sollten wir das machen. Ich weiß gar nicht, habe ich die Materialien hier? Oder auch am Sandkasten? So, das schwarze Ameisenschwert. Ah, ich habe die beiden Sachen am Sandkasten. Ja, dann muss ich da einmal schnell rüberfahren. Dann muss ich die Sachen holen. Dann komme ich wieder, dann mache ich das Schwert. Warte, wir packen nochmal alles für die Wegmarkierung ein. Wo finden wir die denn? Hier? Wegmarkierung. 2, 2, 1. So. 2-mal Fasern. 2-mal Sprössling. Und ein Klee, ne? Und Material fürs Zelt. Warte mal, hier. 3 Klee, 2 Sprössling. 1, 2, 3. 1, 2. Ja. Und noch ein Grill, dass wir was essen können. 4 Stein, 3 Sprössling, 3-mal trockener Grasbrocken. 4 Stein. 1, 2, 3, 4. Was war das mit den Sprösslingen? 3 Sprössling. 1, 2, 3. Und 3-mal
Dreimal trockenes Gras. So, dann holen wir uns noch einmal schnell die schwarzen Ameisenteile. Bauen kurz unser Schwert. Da sagen wir jetzt nichts zu. So, dann bauen wir nämlich einmal unser Schwert fertig. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, wenn ich den jetzt abgleichen würde und umstellen, besteht die Möglichkeit natürlich, dass unsere Mats weg sind, ne? Aber dass ich den nicht wieder aufbauen kann. Ja. Das muss ich testen. Und da zur Kohle möchte ich auch noch hin. Das würde ich auch interessant finden. Da muss ich bestimmt auch den Poncho anziehen. Hier, Brutzelschutz. Wenn das was bringt. Aber das sehe ich ja denn, ne? So. Oh, richtig toll gelandet. Das war Hammer. War richtig gut. Oh. Aha. So, dann wollen wir mal das Ameisenschwert. Jetzt fehlt mir hier das Leder. Zweimal die Mandibeln. Drei Körper. So. Hä? Ah. So, der Rückweg wird auch bedeutend schneller. Ich bin da sowas... Oh, vielleicht nochmal Bratwumms mitnehmen? Oder hier die Fressbombe? Diese Haftbombe? Die wäre natürlich noch besser, ne? Ich denke, das wäre gar nicht verkehrt, wenn wir da nochmal was mitnehmen würden. Wenn ich mir das so anschaue, dann sind ja hier diese Steine, ne? Ich könnte mir vorstellen, wenn der Chip, der ist ja irgendwo unter der Veranda, glaube ich. Wenn ich das jetzt richtig... Warte mal. Der Chip ist unter der Veranda. Dann würden wir einmal durch den gesamten Nebel laufen. Aber so oder so, wir laufen ja den gleichen Weg, ne? Dann machen wir vielleicht die Wegmarkierung und gehen dann... Ja, wir gehen dann hier vorne hin. Ich könnte mir vorstellen, dass der Eingang so in dem Bereich ist, wo die Steine sind. So mittig. Wenn hier der Chip, der ist ja ungefähr hier, ne? Das werden wir sehen, das werden wir sehen. So, jetzt nur noch einmal schnell zur Basis. Unser Schwert herstellen. Ich bin gefrustet. Oh, der ist schneller als ich. Ja, hat er gedacht, ich stelle mich den Kampf, ne? Hat er falsch gedacht. Aber das sieht doch so schon cool aus hier. Wenn man hier drauf zufährt. Das gefällt mir. Ich denke mal, wenn das abends beleuchtet ist, das sieht bestimmt richtig geil aus. So. Jetzt aber. Das ist ja auch nur eine Stufe 2 Waffe, ne? Stufe 2 Waffe. Wir könnten die Armbrust nochmal aufwerten. Dafür brauchen wir 4-mal spröder Schleifstein. Kann ich den herstellen? Die Frage ist, wo, ne?
Spräder. Spräder, Schleifstein. 1, 2, 3, 4. So, dann verbessern wir schon mal die Armbrust. So. 15% mehr Schaden, 15% mehr Haltbarkeit. Und den würde ich vielleicht auch einmal aufwerten. Dafür brauche ich nochmal 2 Schleifsteine. So. Sprüder. Schleifstein, da. So. Schmiede? Schmiede! Schmiedegard! So, 10% mehr Schaden, 10% mehr Haltbarkeit. Super. Dann würde ich sagen, wir sind auf jeden Fall gewappnet für die nächste Reise. Dann setzen wir als allernächstes die Wegmarkierung am Stein. So, jetzt habe ich mit euch mal ein bisschen zusammengebaut, ne? Jetzt seid ihr auch erlöst. Erstmal. Aber nur vorübergehend. Denn eines Tages werden wir weiterbauen. So, aber jetzt erstmal konzentrieren wir uns auf die Wegmarkierung. Spähen denn so ein bisschen die Region hier aus und gucken dann mal, was wir oder was wir nicht machen können. Ob wir von dort direkt loslegen können oder ob wir hier erstmal ein Lager errichten. Nur so ein kleines Provisorium, ne? So Zelt, Grill, Werkbank, halt was man braucht. Und dann, dass wir von dort aus gleich loslegen, ne? So, ich hoffe, ihr seid beim Ausflug wieder mit dabei. Es wird wieder spannend. Also ich gehe dolle davon aus, dass es spannend wird. Und vielleicht baue ich hier in der Zeit nochmal ein paar Lampen an. Nein, das machen wir gemeinsam. So, aber nächstes Mal geht's zum Stein. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.